Hallo, hier ist Team GSG. Hä? Die Gruppe wurde gelöscht. Ja, das hat Chris gemacht gerade. Es ist seine immer. Ich bin jetzt im Leid. Es ist. Hi. Hallo! Hast du geteilt? Nee, noch nicht. Du geteilt. Und dann gehe ich noch. Telegram. Tschüss. Chris ist drin. Nee, Dachte hat nur erst. mir geantwortet. Hallo. Okay, dann fangen wir an jetzt. Das machen wir privat. Nee, Okay, alles jetzt. wieder gut. Gut. Mal hier. Hallo. Hallihallo, Hallöle. Wir sind heute im Büro und versuchen im Büro heute mal noch ein bisschen mehr rauszukriegen. Ob wir das hinkriegen, keine Ahnung. Aber wir geben uns die größte Mühe. Weil momentan ist es noch relativ ruhig. Na ja, ne? Ruhig. Guck mal. Ruhig. Ja, ne? Okay, cool. Naja, aber er meldet sich nicht. Ne? Solltest du vielleicht mal zeigen. Also ich habe hier so eine App, dass ihr, ob ihr das sieht. Wie aktiv die jetzt ist und ob die wirklich hundertprozentig ist, wissen wir noch nicht genau. Wir testen sie Ja. jetzt noch gerade zusätzlich. Wenn der echt ist, dann wird krass. Das wäre krass. Also wenn die echt sein sollte, dann wäre das echt krass, weil dann kann man bestimmte Wesenheiten, viel mehr Seelen, Spirits, sichtbar machen. Hier steht böse Seele, 47 Jahre alt. Okay. Naja gut, 47 hatten wir schon ein paar Mal. Dann mach mal jetzt die Ghostbox an und schick mir den Link dann nochmal aufs Handy nachher rüber, damit ich Okay. die auch nochmal. Ah, ich muss ja noch Bluetooth aktivieren. Dann kann ich die nämlich auch aufs andere Handy machen. Aber wir haben jetzt eine neue App noch rausgekriegt, die wir jetzt auch noch testen werden. Und dann werden wir euch sagen, ob die sich lohnt oder nicht lohnt. Aber dazu brauchen wir Beweise, nicht wahr? Ja. So schnell? Hallo, mein Name ist Nick und neben mir ist der Mike. Wie können wir Ihnen helfen? Hi. Viele. Ja, es könnte hinkommen, dass da viele gibt. Ja, definitiv. Kann ich denn Ihren Namen wissen? Oder ihr Alter? Böse. Wer war böse? Waren Sie böse? Oder Ihr Mann? Wer war denn böse? Knall. Knall. Ja, wir hatten vor ein paar Tagen Silvester. Und nach Silvester haben Sie auch noch geknallt, das stimmt. Definitiv.
gut, das kommt in der Jacke. Können Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen von sich? Das wäre sehr freundlich. Ich bin Nick und neben mir ist der Mike. Wir sind vom Team GSG und würden Ihnen gerne helfen, wenn Sie Hilfe brauchen. Aber vielleicht können Sie uns ja ein paar Sachen von dem Haus hier erzählen. Vielleicht haben Sie ja hier gelebt oder so. Wer sind Sie denn? '72. Sind Sie da geboren oder sind Sie 72 Jahre alt? Ich bin 72 geboren. Dann wäre so alt wie ich 50. Stimmt. Hallo Marie. Oder war 72 was passiert? Hier sind Orbs. Nicht gerade wenig. Naja, zum Teil könnte wirklich was an der Ecke dran sein. Ja. Angenommen. Sie wurden angenommen. Wo wurden Sie denn angenommen? Das ist ja wie Schule oder so. Oder in der Akademie. Waren Sie hier in unserer Gegend in der Schule? Bestätigung? Oh. Dankeschön. Ja. Also kommen Sie hier aus unserer Gegend. Cool. Das ist ja super. Haben Sie hier gewohnt? Oh. Okay. Können Sie uns vielleicht... Wir sehen uns und sie geht raus. Auf jeden Fall. Ja, die war cool. Die war mega. Die war richtig freundlich. Die war richtig cool. Die gefiel mir. Belamia, wir waren... Nee, gestern waren wir ja nicht. Stimmt, da hast du recht. Sorry, da bin ich da geworden. Gestern konnten wir nicht aus privaten Gründen, weil unsere Kleine krank war und wir mussten warten. Ich musste warten, bis meine Frau wiederkommt. Leute, jetzt ist Team GSG dran. Was? Und Kathi schreibt, die war echt freundlich. Was? War sie auch. Sie war absolut freundlich. Richtig klasse gerade. Ja, ich habe noch ein bisschen Probleme mit meinem Rücken, aber es geht besser. Nick geht es wieder auch gut und der Kleine geht auch wieder bergauf. Also ihr geht besser als gestern. Definitiv. Die ist jetzt am Baden. Eigentlich ist sie so, wie sie sonst auch immer ist. War vielleicht nur ein Tag gestern. Ja, so. Wie ich. Aber man kann es ja bei Kindern nicht wissen. Ne? Das wisst ihr ja selbst. Da ist man dann lieber vorsichtiger. Und hallo, mein Name ist Nick und neben mir ist der Mike. Wie ist denn Ihr Name? Hallo. Da gibt aber einer die Box. Minuten. Minuten? Was für Minuten meinen Sie denn? Zeit. 12.42 Uhr. 12.42 Uhr? Stimmt, in wenigen Minuten haben wir 21 Uhr, da hast du recht. Du hast gerade 12.42 Uhr. 20.42 Uhr. Wir haben es also mittags, ihr könnt also ganz schön sagen. Warum hassen Sie sich denn? Haben Sie was Schlimmes getan? Okay, Bestätigung. Was haben Sie denn gemacht? Sie können auch eines der anderen Geräte anfassen. Zum Beispiel den Ball auf der rechten Seite mit dem niedlichen Eichhörnchen. Oder das K2 neben dem großen Eichhörnchen. Oder vorne im Flur den großen Rekord. Er sucht. Ja, stimmt, hier ist sehr viel Licht. Ja, das stimmt, da gebe ich Ihnen recht. Auch in uns ist auch sehr viel Licht. Definitiv, das ist die Aura. Wenn Sie suchen Sie nach Vergebung. Das kommt gerade in den Sinn. Sucht nach Vergebung. Wollen Sie ins Licht geführt werden?
Sollen wir Ihnen dabei helfen? Dann aktivieren Sie nochmal die Box. Das Licht. Das Licht? So böse ist er nicht. Nee. Lokal Gänsehaut. Ja, aber böse ist er wirklich nicht. Er macht auch mich nicht aggressiv jetzt. Soll ich sie ins Licht führen? Dann aktivieren Sie die Box. Also die Truhe, die da in der Mitte des Zimmers, also vor der Wand steht. Wenn Sie ins Licht gehen möchten. Schreien. Wir schreien doch gar nicht. Wer schreit denn? Das Licht, wenn es hier so laut klingt, dann liegt es daran, weil der Raum noch nicht so ganz möbliert ist. Möbliert ist, aber das liegt auch daran, weil wir bald ausziehen hier. Genau. Aber können wir dir denn helfen? Dann berühr die kleine braune Box da unten. Die kleine Truhe, bitte. Ah. Okay, wie das sollen wir Ihnen helfen? Das Licht führen. Okay, dann machen wir das. Mach du das. Das glaube ich dir. Siehst du das Licht an der Wand? Ich guck mal nach. Dann schwimm du bitte noch mit der Handy weiter, weil da sind so viele fremde Ortskunde. Ich versuch mal eine hellere Taschenlampe zu kriegen, damit ich dich ins Licht führen kann. Bist du denn noch da? Damit ich dich ins Licht führen kann. Bist du denn noch da? Naja. Also da ist er definitiv. Gut. Wie ist er da? Okay. Gibt dann als Ersatz. Hä? Achso, muss die kleine. Wir machen jetzt halt mal kurz auf Weiß. Wir machen mal kurz auf. Weiß? Oh Gott, das ist aber ein helles Licht. Ja, muss aber sein, ne? Ja. Hoch oh, und. Alter. Sollst du dich in die Hölle schicken? Entschuldigung. Ey, ich glaub, komm immer ins Weiße. Super, rein. Machst du noch Disco für ihn? Läuft ja. Absolut, ey. Sonst geht das immer. Mach's einfach. Fang schon mal an. Soll ich mal? Er ist schon weg. Scheiße. Hallo, mein Name ist Nick. Neben mir ist der Mike. Stell wieder auf grün. Und dann nächstes Mal gucken. Ey, jetzt wieder Ding nicht auf grün hier. Doch. Ich sage doch, hier spinnst du total verrückt, ey. Was hab ich denn da eingeschaltet? Grün. Ich sage ja, das Ding spinnt, oder? Ah, jetzt ist es auch grün. Nee, dann wechselt jetzt immer die Farben. Häuser. Ja, Häuser, ne? Ja, absolut. Halt, halt, halt. Ey, da, ach, ey, da will uns einer ärgern. Halt, halt. Ey, da, ach, ey, da will uns einer ärgern. Okay, das ist komisch jetzt gerade. Team GSG, die Experte. Nee, es ist wirklich merkwürdig. Ja, normalerweise müsste es grün bleiben. Ich hab... Alter, blau.
Danke schön. Danke. Die Leute werden gleich irre hier. Gegen einen epileptischen Anfall und einen anderen. Alle Epileptiker können nichts sagen. Okay, woher kommen Sie denn? Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Nick, wie ist denn Ihr Name? Schreib doch nicht so, der hat doch kein Hörgerät. Ich weiß. Erst sagt er Häuser und dann fragen Sie. Waren Sie Makler? Können Sie uns ein Haus empfehlen? Entschuldigung. Oh boy. Ich... Alter, das war gerade geil. Gehäuse. Ja, hier gibt's ein Gehäuse. Ja. Das war gerade krank. Ja, laut fortsetzen. So, da sind wir wieder. Dankeschön für den Kranich. Dankeschön. So. Alter, das ist krank. Verraten? Wurden Sie verraten? Oh. Heftig. K2 gedankt. Ja, mega. Vielen, vielen Dank für die Bestätigung. Was für einen Traum haben Sie denn gehabt? Was hatten Sie denn erlebt? Vielleicht können wir Ihnen irgendwie helfen. Krass, ey. Mhm. Ey. Menschen. Ja, das sind wir. Noch sind wir Menschen. Noch sind wir das. Noch sind wir das. Ja, was soll ich denn sagen, ey? Ein Fehler und ich gehe auch drauf. Ah, machen doch nie Fehler. Nee, du machst nie Fehler, ich ständig. Also deswegen, das ist nur noch ein Warten. Grundwanderweg. Ja, ein Grundwanderweg. Na gut, okay, dann hoher Berg, wo man lieber runterkam. Also. Ja, das ist wirklich bitter gewesen. Da hat man auf dem Grundwanderweg sich verirrt. Absolut. Also ihr habt nichts gehört, ne? Ihr habt nichts gehört. Team GSG steht auf jeden Fall für absolute Sicherheit und komplette Konsequenzen. Frag und verläuft sich nie auf Grundwanderwegen. Hä? Wie meinst du, mir fragt nach dem Date? Welches Date? Hatten Sie ein Date? Hier, mir fragt sie. Ansonsten kriegen Sie ein Date mit mir. Dann schicke ich Sie zu mir rüber, der freut sich. Ach, Bianca, wir tun doch nicht negativ denken. Keinen Fall. Weil ich das gesagt habe? Ja. Nein, nein, keine Angst, war ein Spaß mehr. Oh. Hab? Ach, sie haben schon jemanden. Okay. Sorry, Mirk, die hat schon jemanden. Kannst du vergessen, Digga. Dankeschön. Cool. Ja, super. Aber die Seele hatte schon dich. Ja, ganz geil. War ja wohl nichts mehr, ne? Hallo, willkommen an alle Neuen. Hallo. Und danke für den süßen Hund. Wir machen eine paranormale Untersuchung, falls man fragt, bei uns im eigenen Haus. Frohes Neues. Genau. Danke für die Truhe. Wünsche mir noch. Vielen Dank für die Truhe. Alter, das war noch nicht mal in der Garage so. Nee, ne? Wie hier. Krass. Wir sind heute richtig aktiv. Ich dachte, das Büro wäre harmlos. Also hat Detlef recht, nicht jeder Tag ist derselbe. Nee, nee. Was Neues? Geil. Kann ja noch welche schicken, schreibt Mirk. Ja, schick noch mal welche rüber, Digga. Ich brauche noch ein paar. Nee, da machen wir definitiv nicht im neuen Haus. Nein, definitiv nicht. Hallo, mein Name ist Nick. Neben mir ist der Mike. Wie können wir Ihnen helfen? Was bleibt ihr da? Drogen. Oh. Nee, ich habe keine genommen. Keine Ahnung. Drogen genommen.
Haben Sie Drogen genommen? Kommen Sie aus dem Haus Nummer 11? Kommen Sie daher? Sind Sie vielleicht der Mann, der sich auf den Boden erhangen hat? Weil das ist ja direkt neben uns in dem Büro gewesen. Kerzen, ja, die haben wir auch, aber die haben wir jetzt hier nicht. Ich habe Duftkerzen. Aber ich kann gleich noch eine holen, wenn Sie das möchten. Dann mache ich das. Stehen auf dem Tisch. Gut. Oh, das ist gerade auch hochgeflogen. Ich weiß. Die ganze Zeit. Ich komme gar nicht davon weg, jetzt irgendwie rauszugehen oder so. Mhm. Krass. Ja, heute ist noch Portalteil. Das ist ziemlich dünn. Der letzte Raunacht ist das. Mir fällt gerade auf, ich bin total nett heute, ne? Na, das ist gut. Gefällt mir. Okay. Den Sehen gefällt dann auch, deswegen kommen sie auch. Sie lieben, das ist schön. Wen lieben Sie denn? Ich liebe auch welche. Vor allem meine Frau. Ich auch, es sitzt in der Küche. Meine Frau auch. Ja, ich weiß. Er liebt auch jemanden, stimmt. Ja, ich liebe auch jemanden, das stimmt. Liebe ist schön. Bestätigung. Können wir denn den Namen wissen? Das wäre voll nett. Hey, hier ist ein Hauptbahnhof, ey. Ein Hauptbahnhof. Ja. Danke. Schlag, hatten Sie einen Schlag abgekriegt? Nee, Schlaf. Schlaf. Sind Sie müde? Vielleicht kommt Ihnen dann vor wie so ein Schlaf. Mhm. Können Sie uns noch ein bisschen von sich erzählen? Ich weiß, was passiert ist. Überdosis und dann ist er eingeschlafen. Rosen, die stehen in der Küche. Sind sie gerade in der Küche? Da stehen ja Rosen. Ja. Oh. Ey, das ist das Eichhörnchen. Das wäre die kleinste Seele der Welt. Ja. Also das ist gar nichts. Aber sie sind sehr nett. Tut mir leid, dass sie... dass Ihnen das passiert ist mit den Drogen. Mir auch, vom ganzen Herzen. Meine Bande. Ihre Bande. Existiert die noch? Oh. Bestätigung vom K2 wieder. Okay. Weil es auch noch aktiviert wird, dann weiß ich wesen, ey. Ja, Sven da ist. Aha. Aber ich dachte mir, ich tue den nicht von deiner Eichhörnchen. Ja, sieht gut aus. Ja. Können Sie uns noch ein bisschen was von sich erzählen? Wie das passiert ist zum Beispiel? Oh, keine Ahnung. Oh, danke schön. Oh, wow. Ich schreibe alles und das ist weg. Toll. Du musst ja gerade loslegen. Die App hat ihn bestimmt rausgeschmissen. Oder der kommt wieder. Aber das K2 schlug gerade auf Rot, kurz vor Rot auf. Das ist auch kein gutes Zeichen. Das heißt, entweder... Sehr stark. Entweder ist er rausgeschmissen worden, oder jemand hat ihn rausgeschmissen. Sonst hätte das jetzt nicht so reagiert, bis jetzt gerade reagiert. Ja. Dankeschön für die Information. Darf ich denn Ihren Namen wissen? Dann lassen Sie die Box doch auch noch mal ein bisschen weiter aufleuchten und oder den Ball auf der rechten Seite. Oder das EMF, das orange Gerät, was auf der ganz rechten Seite ist. Das gibt zwar nur Geräusche von sich, aber das wäre auch eine Bestätigung für uns. Dankeschön, Silvia. Vielen, vielen Dank und danke an alle anderen für die Geschenke.
Eben wieder komplett auf Rot. Mhm. Dann heißt es, dass die Seele sehr stark ist. Ja. Das ist echt krass. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Ich mach mal das Funkgerät an. Ich hätte eine Bitte an euch. Ich weiß nicht, ob ihr meine Bitte nachkommen würdet. Könnt ihr den kleinen orangenen Ball, der da am Stofftier ist, aktivieren, bitte? Seid ihr so lieb? Tut ihr mir den Gefallen? Ihr braucht ihn nur ganz leicht zu berühren. Mit eurer Energie. Könnt ihr mir den Gefallen tun? Bitte? Sie können auch... Ich lasse euch auch Zeit. Sie können auch über das Mikrofon, vielmehr Funkgerät, mit uns kommunizieren, wenn Sie das möchten. Hallo, hier ist der Mike. Und hier ist der Nick. Wie können wir Ihnen helfen? Blick auf mich. Wo sind Sie denn gerade? Wo sind Sie denn? Können Sie eins der Geräte aktivieren? Dann wissen wir, wo Sie oh, sind. Oh, oh, oh. K2 komplett auf ja. Rot. Wow. Ah, können Sie mir Ihren Namen sagen vielleicht? Also mein Name ist Nick und neben mir ist der Mike. Wie ist denn Ihr Name? Mhm. Können wir den vielleicht wissen? Sind Sie so höflich? Gehalten. Gehalten? Gehalten? Was haben Sie gehalten? Können Sie mir das sagen? Waren Sie mal Fußballspieler und standen im Tor? Oder haben Sie irgendwas festgehalten? Genau. Oder haben Sie irgendwas festgehalten? Was nicht so gut war. Gefärbt. Gefärbt? Gefärbt. Haben Sie sich die Haare gefärbt? Okay, die Truhe ist gefärbt. Das haben wir ja von Detlef erfahren. Meinen Sie die Truhe? Wir haben ja keinen Keller. Nee, Mann, ist aber Keller. Das Nebenhaus hat einen Keller. Waren Sie in dem Keller und da war es gefärbt? Er ist wieder raus. Leider. Schön, dass er da war. Ja, war nett. Hallo, Gutig. Hallo, Gutig. Hallo, alle anderen. Danke. Danke für die ganzen Likes. Vielen, vielen Dank. Das ehrt uns. Lass die Herzen fliegen. Das liebe GSG-Team. Jetzt komme ich wieder wie ein Pusher, ey. Liken, liken, teilen. Entschuldigung, musste mal sein. Lass die Herzen fliegen für das liebe GSG-Team. Und ich komme dann immer auf liken, liken, teilen. Er ist in den Keller gegangen bestimmt. Ja, im Nebenhaus, da haben wir einen Keller. Aber hier ist ja leider kein Keller. Nee, hier haben wir keinen. Aber nebenan, das war alles mal zusammen ein Gebäude. Und für die anderen, die jetzt neu dazugekommen sind, das war komplett alles ein Haus. Wurde später, 1985, wurde es aufgeteilt in zwei Häuser. Und wir haben ein Haus davon. Danke für die Bestätigung. Und ich mach mal auch mal eben was für euch. Für die ganzen Geschenke. Ja. Michael Kahn.
Ich habe mich bedankt. Ja. So, er geht auf Toilette und der Geist kommt. Seele. Hallo. Mein Name ist Nick und neben mir ist der Mike. Das Quatsch. Viele. Viele? Ja, das stimmt. Hier sind viele. Wo ja? Das haben wir jetzt auch festgestellt. Ja. 237. 242. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Hochwasser. Habe ich gerade Hochwasser verstanden? Hochwasser. Hochwasser? Nicht wirklich. Wir hatten einen Rohrbruch gehabt. Vielleicht kommt er aus Ahrweiler. Ja, kann natürlich auch sein. Da sind auch viele gestorben. Richtig. Aber wir hatten zum Beispiel ein Hochwasser hier gehabt. Hochwasser. Rohrbruch. Rohrbruch hier gehabt. Gern geschehen. Und die bedanken sich alle für die Verbeugung. Vor euch kann man... Sie sind in der Dunkelheit. Dann kommen Sie doch ins Licht. Genau, dann kommen Sie ins Licht. Sie brauchen keine Angst zu haben vor dem Licht. Das tut Ihnen nicht. Die Dunkelheit macht Ihnen eher noch mehr zu schaffen. Er vorgab. Wer gab Ihnen das vor? Das will ich jetzt wissen. Ja. Wer gab Ihnen das vor mit den Fordern? Nee, irgendeiner zwingt ihn, in der Dunkelheit zu bleiben. Mhm. Können Sie mir was über diese Person erzählen? Dann lassen Sie nochmal die Box aufleuchten. Oder haben Sie Angst? Ach, er hat Angst. Okay. Frei werden. Sie wollen wieder frei werden. Von ihm. Sollen wir ihnen helfen? Der hält die fest. Sollen wir ihnen helfen? Oh. Mhm. Ja, K2 spinnt gerade komplett rum. Absolut. Wollen Sie ins Licht? Wenn Sie ins Licht wollen, lassen Sie noch mal die Truhe aufleuchten. Oder den Ghostball. Dankeschön. Mhm. Okay, wir sind kurz vor. Rote Haare. Rote Haare. Wer hat rote Haare? Ich kenne keinen roten Haaren. Ja, wir sind schlecht. Heilig! Heilig, die müssen roten haben. Lilith? Aha. Lilith. Hanna. Gute Heilig, sie ist heilig. Naja, Hanna ist nicht heilig, aber. Der Name ist ganz aber nicht schlimm. Meine zwei Mädels haben rote Haare. Ah. Da ist eine negative Energie, die hält sie fest. Ja, jetzt muss man nur rauskriegen, welche. Mhm. Weil es gibt davon leider eine Menge. Ich habe nicht gesehen, rote Haare. Ich auch nicht. Aber es gibt eine Menge. Bestimmte Person, die ist gefährlich mit den roten Haaren. Richtig. Oh Gott, das melden sie alle Frauen, die rote Haare haben. Die Ladies, ihr seid nicht gemeint. Nein, wir haben nichts gegen rote Haare. Wir haben nichts gegen rote Haare. Sie wussten das nicht, dass sie gefährlich ist. Das konnte niemand wissen. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht mit dieser Person. Ja, wir haben ein Medium. Das ist Nicole. Nicole Patrick. Die ist unser Medium. Bestätigung? Hält sie euch immer noch fest? Spielzeug. Ja, das Spielzeug, was du da berührst. Allerdings. Wenn man so sieht. Und Mirk, genau, und Mirk. Nicole und Mirk sind unsere Mediums. Wer ist Mirk? Sehr witzig. Mirk, hör nicht auf ihn. So ein Giftswerk.
Frank Göthing, dann hol dir doch einen Kaffee. Von mir scheiden. Von mir scheiden? Die Person, die sie festhält. Die eine Stelle tut wieder weh. Ruppestierchen, ja, genau. Danke, du mich auch, Miel. Nee, das war Melanie. Okay. Danke, Melanie, habe ich auch verstanden? Entschuldige, Miel. Sie sind froh, dass Sie endlich gehört worden sind. Das freut mich. Wir können Ihnen gerne helfen, wenn Sie das wollen. Dann lassen Sie noch mal die Box aufleuchten. Dann helfen wir Ihnen. Reden kann er leider nicht mehr. Wollt ihr jetzt nicht? Dann lassen Sie nochmal die Box aufleuchten. Die Truhe, das Spielzeug sozusagen. Hallo, mein Name ist Nick. Neben mir ist der Mike. Wie können wir Ihnen helfen? Hi. Wir sind stumme. Möchten Sie nicht mit uns reden? Ich wiederhole es nochmal. Mein Name ist... Kränker. Kränker? Kränker, wieso sind Sie Kränker? Können Sie uns das erzählen? Und wie ist denn Ihr Name? Häuser! Häuser, ja, hier sind Häuser. Jede Menge Häuser. Definitiv. Sie können auch mit uns zusätzlich über das Walkie-Talkie reden. Viel mehr vom Gerät. Aber nur wenn Sie möchten. Ist kein Muss. Wir zwingen niemanden. Traut sich irgendwie nicht den Ball wieder zu berühren. Nee, aber keiner. Nee. Funktioniert nur bei Chris. Was wirklich ist? Was ist denn wirklich? Das möchte ich auch mal gerne wissen. Was meint sie damit? Und folgt mal bitte Chris Lost Place Live, der ist auch TV. Ja, TV auch. Mhm. Definitiv. Niedergeschossen. Oh. Niedergeschossen. Ja, da kenne ich einige. Aber anderes Thema. Folgt mal Chris von Lost Place Live, der ist auch absolut genial. Der macht richtig geniale PUs. Bestätigung? Habe ich schon. Sehr gut. Ist mit einer meiner besten Freunde.
den ich kennenlernen durfte, worauf ich auch stolz bin. Könnte sein. Jetzt sagen sie alle Hallo Chris. Ja. Chris ist gar nicht drin, oder? Keine Ahnung. Ist Chris gerade reingekommen? Hi Chris. Hi. Sei gegrüßt. Hi Bro. Ist nicht drin, schreibt Angie. Ja, okay. Ah, aber einige folgen ihn schon. Ja, das ist super. Der ist doch genial, der ist sehr genial und spitze. Siehst du, wird sogar bestätigt. Ja, definitiv. Also das kann man nur bestätigen. Das ist so. Fast 6 Jahre. Ja, wir machen das fast 6 Jahre. Und 2 Jahre jetzt bei TikTok fast. Ne? Richtig, genau. 2 Jahre bei TikTok. Und über TikTok hatten wir dann auch Chris kennengelernt. Hallo, mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike. Wie können wir Ihnen helfen? Hi. Wo ist Neues? Was können wir für dich tun? Kleiderschrank. Kleiderschrank? Kleiderschrank. Kleiderschrank. Ja, der ist oben bei uns in der ersten Etage. Da ist ein Kleiderschrank, ja, das stimmt. Ja. Aber der ist auseinandergebaut. Weil die Decke zu niedrig ist. Richtig. Das nervt mich auch, ne? Weil das Ding immer arschteuer. Nee, bei mir. Wie ist denn Ihr Name? Also mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike. Wie ist denn Ihr Name? Tiere. Was? Tiere? Tiere? Ja, haben wir auch. 2 Katzen. Ja. Wenn er jetzt anfängt, die ganze in eine Richtung aufzuzählen, ne? Dann mach ich mir Sorgen. Okay. Super, dann fangen wir an. Was haben wir denn alles? Meine Küche, Schreibtisch, Computer, Fernseher, Bett. HP Spezial. Die Fähre. Die Fähre? Welche Fähre meinen Sie? Wir haben nur eine Fähre und das ist die an der Ockertalsperre. Hasten Sie. Hasste Sie. Die Fähre. Warum hassten Sie denn die Fähre? Die ist doch ganz schön. Ist sie mal verunglückt damals? Nee, eigentlich nicht. War einer so runtergesprungen? Das könnte vielleicht sein, aber dann muss das noch vor meiner Zeit gewesen sein. Vielleicht sind Schiffsschrauben geflogen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Warum hassten Sie denn die Fähre? Benötigen. Was benötigen Sie denn? Er liegt. Wer liegt? Wer liegt denn? Ist jemand gestorben in Ihrer Nähe? Oder hier in dem Haus jemand gestorben? Ah, in Ihrer Nähe, okay. Hatten Sie hier gewohnt? Oder hatten Sie in einem Nachbarhaus gewohnt? Oder hier in der Ecke? Nein, wir fürchten uns nicht. Nö, er ist wieder weg. Schade. Mhm.
Der war auch interessant. Ja. Der war richtig interessant. Ja. Der hat auch direkt auf die Fragen geantwortet. Ja, definitiv. In der Straße. Ja, der könnte in der Straße gewohnt haben, wo wir wohnen. Vielleicht hätte der ja sogar was mitgekriegt. Mhm. Dankeschön, Bestätigung. Dann hat er was mitgekriegt hier. Was ja, er ist ja runtergeschubst worden vom Fährmann oder so. Ja, irgendwie so. Okay, Annika, bis gleich. Ihr Router, gleich ist, ihr Router ist ausgegangen. Was? Müsstet ihr ein Studium absolvieren für das, was ihr macht? Nee, dafür brauchst du kein Studium. Dafür braucht man kein Studium, dazu muss man nur Erfahrung haben, ja. Erfahrung haben und muss halt auch Gefühle haben. Ja. Nenn ich es mal so. Also wenn der Respekt. Also wenn du offen für sowas bist und gewisse Fähigkeiten hast, empathische Fähigkeiten hast, dann kannst du das auch. Dann kannst du das auch. Aber du musst halt diese Fähigkeiten haben und musst halt auch unheimlich Respekt vor Seelen haben. Ja. Und vor Verstorbenen, du darfst auch keine Angst haben. Weil du nimmst die Sachen halt natürlich auch in Gegenden mit, wenn du zum Beispiel Lost Place Gebäude besuchst und so weiter, was halt wir auch machen. Da merkst du natürlich einige Sachen dran. Mirk hat auch dich erwähnt. Wie mich? Ja, Nick und Gefühle. Ja, Mirk, zwischendurch habe ich auch Gefühle, nicht dir gegenüber, aber... Genau, Respekt und keine Angst zeigen. Angst sollte man schon haben, gewissermaßen, weil Angst ist eine Schutzfunktion, aber man soll natürlich nicht übertreiben mit der Angst. Richtig. Und Respekt ist auch sehr wichtig. Hi, Birgit. Oh Gott, kriminell, schreibt Mirk. Du bist doch jetzt nur nervös, weil ich mich plötzlich verändert habe um 180 Grad. Ja, das stimmt irgendwas nicht mit ihm, ne? Bestätigung. Ja. Sollte echt nach Deutschland ziehen. Ja, mach das. Zieh nach Deutschland, Bro. Nein, Hanse, also Hans-Sui, Hans-Sui. Wo denn? Wo wohnst denn du? Genau, seit einer Stunde sind wir online. Ja. Mal sehen, wie lange. Ich werde mir größte Mühe geben, Mirk. Der Mirk schreibt, Dick, bitte nicht zu brav sein. Okay. Also lieber den Stil, den wir beide machen, ja? Okay, dann mache ich ihn weiter. Och nö. Doch? Manchmal macht man eine Mischung aus lieb und nett. Okay, das aus lieb und nett? Ja, wenn du Liebe siehst, bist du lieb und wenn du so eine Freche siehst, dann machst du halt dein Ding. Ja, mache ich dann auch. Aber momentan, heute sind die alle irgendwie gechillt. Also ich habe jetzt nichts Negatives hier. Ur-Balkan-Crush, ich will voll gerne sowas mit euch zusammen machen. Ja, warum nicht? Hi, Panda! Wir können mal machen. Wir machen auch bald mal eine Verlosung, da könnt ihr dann auch dabei sein. Ist auch gut. Und da könnt ihr dann mal mit uns eine Tour zusammen machen. Ja. Wenn ihr das möchtet. Susi, da gehen wir mal raus und gehen wir mal rein. Bleibt so, wie ihr seid super, schreibt Claudia. Schreibt auch alle. Nee, bleiben wir auch, Claudia, mach dir keine Sorgen. Das bleibt mal definitiv. Oha, echt, was? Oha, echt? Wie cool, schreibt Balkan. Ja? Oh ja. Konzern, dass ein Stück aufgegangen ist. Wirklich? Hallo, mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike, wie ist denn Ihr Name? Danke. Das will ich gerne mal wissen. Reier. Ja. Vielleicht meldet es sich jetzt. Oder er, die, ist. Hi, yes. Strahlen. Strahlen. Was? Strahlen. Strahlen, ich habe Strahlen verstanden. Ich habe zu viele Nachrichten wieder gesehen. Was zu uns mit Strahlen? Ja,
Ja, du gehörst Strahlen bist, weiß ich ja schon. Ich habe Spahn verstanden, Alter. Nicht Spahn, das sind keine Politiker. Strahlen. Was so? Was für Strahlen denn? War hier mal ein Atomkraftwerk in der Nähe? Geheimnisse. Geheimnisse, ja, die hat jeder von uns. Oh ja, sehr viele. Völlig normal. Standard. Gehört zum Leben dazu. Genau. Boah, nicht Hunger, ey. Trinkst du viel, Bruder? Du weißt, was ich da jetzt heute bin. Universell ist es gerade. Das war ja wohl eher umgekehrt. Möchtest du uns noch was mit? Das Flugzeug. Was ist mit dem Flugzeug? Welches Flugzeug denn? Das, was hier neulich rüberflog. Das war eine Passagiermaschine. Einsam. Sind einsam, das tut mir leid. Das tut uns leid. Oder meinst du, der Flugzeug, was in einen See abgestürzt ist, damals, im Zweiten Weltkrieg? Ist ja auch in der Nähe. Hexenteuch. Ja. Oh, Bestätigung. Wo du Hexenteuch gesagt hast. Ja. Da waren sie in der Maschine drin. Waren sie in der Maschine, im Hexenteuch, die abgestürzt ist im Zweiten Weltkrieg? Und jetzt sind sie so einsam am Hexenteich. 14. Sie waren 14. Oh, ziemlich jung. Oh, das tut uns leid. Das tut uns richtig leid. Wie heißen Sie denn? Nochmal. Okay, wir warten. Wir haben damit kein Problem. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit und stört das nicht. Und Sie haben doch mehr Zeit. Alle Zeit der Welt. Mhm. Die kennen die keine Zeit. Ja. Können Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen? Dann lassen Sie noch mal die Truhe aufleuchten. Oder eines der anderen Geräte, das wäre auch mal interessiert. Interessant, nicht interessiert. Interessant. Geschwärzt. Geschwärzt? Was ist denn geschwärzt? Ich ahne was. Die Akte. Mit dem Unfall. Oh, Bestätigung? Ich hab da nur gerade den Kopf gehabt. Ja, eine Fähigkeit kommt wieder zurück. Ja. Dann versuchen wir mal, was da rauszukriegen. Dann meine Flucht dann nicht was, ja. Hände! Was ist denn mit Ihren Händen? Die hätte gebracht, oder? Naja. Flugzeug. Entweder Akte oder Hände. Eines von beiden. Ich meine, wenn ein Flugzeug abstürzt, ist klar, dass es brennt. Das ist Kerosin. Sind Sie im Flugzeug verbrannt beim Absturz? Sind Sie verbrannt bei dem Absturz? Ist ein Traum. Ist ein Traum? Na, ob das ein Traum ist, wenn man verbrennt im Flugzeug, weiß ich nicht. Ja, hat so viel Traum mitgekriegt, keine Ahnung. Kurz dann mit der Kopf weh. Hm.
Ist irgendwo aufgeschlagen sein. Könnte sein. Beim Absturz. Irgendwie sowas in der Richtung. Können Sie uns noch mehr dazu erzählen? Hätte ich jetzt schon wieder Bock, meine Tauchausrüstung zu schnappen und da runter zu tauchen. Bande! Bande? Nee, eine Bande sind wir nicht. Naja. Wir sind Team GSG. Ulang. Ich habe nur das gedacht, was ich gerade aussprechen wollte. Was denn? Oder gab es eine Bande und in dem Moment springt das Ding an. Sie sind hier. Wo sind Sie denn genau? Die Bande. Sie sind hier. Oh. Die Bande. Blaue Augen. Blaue Augen. Blaue Augen. Ja, das stimmt. Blau-grün habe ich. War ja fast eine Warnung, dass eine Bande hier ist. Mhm. Sie ist weg. Leider. Die war auch interessant. Oh ja. Also heute hatten wir nur interessante Spirits. Ja, wir wissen nur, eine kleine Militärmaschine ist damals hier in den Hexenteich abgestürzt. Genau. Aus dem Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht. Und die ist abgeschossen worden, das war ein amerikanisches Flugzeug. Also, ja, das war ein amerikanisches Flugzeug. Mehr wissen wir auch nicht. Ja. Und ob die Maschine wirklich da unten ist, keine Ahnung, da würde ich ja gerne mal nachgehen. Aber das kann ich erst im Sommer machen. Oh, scheint wohl unten zu sein. Dann werde ich im Sommer da mal runtertauchen. Der Messerschmidt. Da war bestimmt keine 14-Jährige an Bord. Oder Nummer 14 hatte das Flugzeug. Kann auch sein. Aber das haben wir halt nicht rausgekriegt. Jetzt gerade. In dem Moment. Ja. Danke für die ganzen Likes. Vielen, vielen Dank. Für die Geschenke. Dankeschön. K2 schlägt immer ein bisschen kurz bis rot auf. Ja. Hier ist jemand, der sich aber noch nicht zu erkennen gibt. Vielleicht jetzt? Hallo, mein Name ist Nick. Ja. Und neben mir ist der Mike. Wie können wir Ihnen helfen? Hi. Wir sind hier ganz Ohr. Hören Sie zu. Was fehlt Ihnen denn? Okay. Und was fehlt Ihnen? Können Sie uns das auch sagen? Was Ihnen fehlt? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Und wie ist denn Ihr Name? Vielleicht können wir Ihnen ja helfen. Nee, 79. 1979? 1979 sind Sie da geboren? Da war ich 2 Jahre alt. Über 79. Okay.
Haben Sie hier gewohnt? Kommen Sie hier aus der Gegend? Oder kommen Sie woanders her? Stimmt, können Sie auch ja gerne mitspielen. Können Sie mitspielen, Sie können auch die Box auslösen, die auf der rechten Seite ist. Oder das auf der Treppe. Oder das auf der Treppe, genau. Mit der lustigen Stange. Oder dieses kleine Eichhörnchen, was auf der rechten Seite ist. Wenn Sie das berühren, bewegt sich darin in Orange ein Ball, der nennt sich Ghostball. Ah, nimmt die Truhe, okay. Okay, super. Vielen Dank. Sand. Sand. Willst du an einen Ort, wo es Sand gibt? Eine Kiesgrube zum Beispiel. Oder eine Baustelle, wo Sand ausgeschüttet worden ist. Ja, aber wir hatten hier auch Bergbau, oder? Ja. Stimmt, Bergbau haben wir auch noch hier. Oder hatten Sie im Bergbau gearbeitet gehabt, hier im Harz? Verbrecher. Was? Verbrecher. Gab es bei Ihnen Verbrecher? Warum habe ich jetzt Lager Dora, da diesen Stollen gebaut? Na, ich weiß auch nicht. Könnte auch sein. Waren Sie eine Gefangene? Oh, Scheiße. Eine jüdische Gefangene. Oh mein Gott. Oder nur eine Kriegsverbrecherin. Oder waren Sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort? Treulos. Treulos? Weniger gerade. Ich denke, die hat mit diesem Ort hier gar nichts zu tun. Woher kommen Sie denn? Können Sie mir einen Anhaltspunkt geben, bitte? Wen liebten Sie? Können Sie mir das sagen? Ihre Tochter oder Ihre Freundin? Oder Ihr Mann? Nein, das heißt, er liebte Sie. Er liebte Sie? Nee, sie liebte Sie. Oder hat sie eine, hätte sie eine Frau geliebt? Oder war früher ein Verbrechen? Ah. Das war jetzt krass. Ja. Habt ihr das gehört? Das war jetzt richtig, richtig krass. Also... Okay. Also mit anderen Worten, sie war lesbisch, aber weil das früher verboten war, haben sie die festgenommen. Und diese Verbrecher, denke ich mal, waren die Nazis. Ja, aber das ist jetzt mal... Das war jetzt mal richtige... Ich hab das hier im Kopf gehabt. Ja, aber das war die komplette Bestätigung. Ja. Ohne Box, ohne alles. Ja. Sondern einfach nur aus der Box. Genial. Genau, Leona. Es war damals ein schweres Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Richtig, ist es aber heute auch noch. Ja, leider. Leider ist es das heute auch noch, aber weil man das nicht akzeptiert, dass es Menschen gibt, die halt die gleichen Menschen lieben. Ich hab eine gute Freundin gehabt. Okay, erzähl gleich weiter. Hallo, mein Name ist Nick. Neben mir ist der Mike. Wie können wir Ihnen helfen? Hi. Immer wieder in den Kopf schütteln, was die Leute mal denken. Traurig. Bedauern, was bedauern Sie denn?
Sand. Sand? Den Sand bedauern Sie? Haben Sie in einem Bergwerk gearbeitet hier im Harz? Oder waren Sie Bauarbeiter? Ich war im Harz. Sie hat doch Sand erwähnt. Er suchte den Sand. Ja, das ist ja mal gelaufen, also verhaftet worden ist damals. Kann auch sein. Ihre. Ihre? Was meint sie mit Ihre? Können Sie uns mal ein bisschen mehr darüber erzählen? Haben Sie die Frau getötet? Oder haben Sie was damit zu tun? Katze. Katze? Ja, eine Katze haben wir. Eigentlich zwei. Was meinen Sie jetzt mit der Katze? Waren Sie gestern in meinem Zimmer und haben uns gestört? Das war nicht jemand. Anruf? Nee, es ruft keiner an. Nee. Wenn jetzt das Telefon klingelt, dann mach ich mir Sorgen. Dann bleib ich chill. Ja. Toll. Keine Angst, das war jetzt kein Anruf, das war einfach nur eine Nachricht. Eigentlich, der ist so gruselig, vor allem seine Stimme. Definitiv. Könnte ich denn Ihren Namen wissen? Also mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike. Wie ist denn Ihr Name? Können Sie mir den sagen? Er ist weg. Okay. Er ist nicht weg, er ist hier. Bleiben Sie ja noch drauf? Okay. Schaffen Sie auch, das Funkgerät zu aktivieren, indem Sie darüber reden mit uns, kommunizieren. Oder Sie können natürlich auch über das Handy mit uns kommunizieren, wenn wir das Video hochladen. Genau. Dann können wir das verstärken und dann hören wir auch Ihre Stimme noch zusätzlich. Ja, Marie, wir wohnen im Harz. Das stimmt. Wenn Sie das machen möchten, dann können Sie noch Maribox aktivieren. Oh, gute Besserung, Laura. Herzstechen ist gar nicht gut. Nein. Oh. Sie wohnt eine halbe Stunde von uns entfernt, Marie. Oh, krass. Bitteschön. Guten Abend, hallo Sophia. Morgen ist Feiertag, morgen ist Feiertag? Was für ein Feiertag? Habe ich immer verpasst? Warte mal, nee, warte mal, morgen ist Feiertag. Halli, drei Könige? Ich habe keine Ahnung. Aber nicht bei uns in Niedersachsen. Nee, ne? Das wüsste ich. Das würde mein Chef nicht sagen, bis morgen. Nicht in allen Bundesländern. In Niedersachsen glaube ich nicht. Ah, nur in Bayern. Allerheiligen ist morgen in Bayern, ja. Bei uns wurde er ja abgeschafft. Danke. Ja. Hallo, ist der Mike und auf dem Klo sitzt der Nick. Sie steht sie nicht. Okay, er steht. Er hat ein Stehen, ne, Entschuldigung. Kann ich dir helfen? Oh. Haben ein Geheimnis. Welches Geheimnis haben Sie denn? Das frage ich ihn lieber nicht bei der Stimme. Was?
Alter, der hat ja die krasseste Stimme von allen. Der hat ja gleich den Rekord geknackt von allen anderen. Aber nur heute. Ui, ey, ja, boah. Und er ist stark. Was kann ich dir denn Gutes tun? Der war jetzt gut. Nick, verdammt, nimm den Eimer, schreibt Mirek. Alter! Das stimmt mit dir nicht. Ich muss sagen, was bei TikTok ist. Genau, Mann. Also auf dem Klo ist ein Mann, bin mir fast sicher. Bist du ein Mann, oder? Ich habe keine Ahnung gerade. Weil er sagte gerade Mann. Ich glaube aber schon. Wenn ich das zeigen würde live, dann würde gleich der Gesundheitswarnung kommen. Nee. Ja, es ist spät, das stimmt. Wir haben 21.45 Uhr. Ja. Ohne Worte heute, ey. Das stimmt. Was wir so alles erleben hier, ne? Was? Was? Brauchst du denn unsere Hilfe? Nein, ich brauche keine Hilfe. Ich bin schon fertig mit Rauchen. Was hast du, dein Ding halte ich auch noch? Alter, mit dem Rauchen, Mann. Ohne Worte. Das ist das Büro von uns. Nick Peppers nächste Mal. Ich rauche! Denise, der war gut. Ja, ja. Das stimmt mit euch nicht. Ja. Komisch, es geht einigermaßen gut. Ist ja gut. Einer war. Sei froh. Ja. Ja, ein bisschen ziehen habe ich noch. Und nicht mehr so doll wie vorhin. Ja. Achso, der ist schon wieder weg. Schon wieder? Schade, der war nicht. Die Stimme von ihm war krank. Oh ja, sehr krank. Ich hab mich so erschrocken. Naja, vielleicht kommt er jetzt gleich nochmal eine Dreierpräsenz. Nette schreibt, er raucht auf dem Klo? Ja, wie in der Schule. Hab ich in der Schule früher auch immer gemacht. Furchtbar, oder? Immer diese Raucher, die immer auf dem Klo waren. Ja. Wir hatten eine Raucherecke bei uns. Hatten wir auch. Aber es war langweilig. Ich musste ja auch zwischen Leuten mal raus. Was? Müllers Büro, kennt ihr den Film? Ich lade nicht, ist ja gut. Ingrid fragt, was du raus? Ja, Kodia momentan und sonst Lucky Strike. Na. Mike, frag mal an die Seele, ob er die Tür aufmachen kann. Habe ich schon mal gefragt, aber die haben keine Lust, die Tür aufzumachen irgendwie. Irgendwie nicht. Das hat bis jetzt ein einziges Mal geklappt und das war auch bei Chris. Mache ich auch ab und zu, schreibt Annika. Auf dem Klo rauchen. Ja, muss manchmal sein. Ich habe keinen Bock auf Gesundheitswarnung. Ja. Hallo, Laura. Na, geh lieber zum Arzt. Amnesia und Hasch. Mirek! Alter, was stimmt mit dir nicht? Okay, schreibt Ingrid. Gut. Mirek, ich gehe nicht deinen Hobbys nach. Hat er welche? Keine Ahnung, ob er welche hat. Bald hat er keine mehr, wenn er weiter so macht. Die Lottozahl hätte ich gerne gewusst. Oh nein. Hallo, mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike, wie können wir Ihnen helfen? Okay. Warte nur ein paar Minuten, die brauchen heute ein bisschen länger. Meine Aura! Was ist mit Ihrer Aura? Sie haben aber eine krasse Aura. Oh. Ah, da. Schaffen Sie das K2 auch auf? Rothoch zu kriegen, dann wäre ich ja echt begeistert. Oh, scheiße, er schafft es wirklich. Kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen, naja,
Sie sind schon sehr, sehr stark, muss ich sagen. Können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie ein bisschen die Tür aufmachen? Sind Sie so lieb? Oder so nett. Walkie-Talkie benutzen oder die Truhe nochmal oder den kleinen süßes Eichhörnchen mit dem Bällchen da drin oder das EMF auf der rechten Seite oder hinter der Tür das Portal. Oder direkt die Tür aufstoßen. Oder direkt die Tür aufstoßen oder mich wegstoßen, mir egal. Eins von beiden. Aber das war jetzt nicht zu viel für ihn. Glaube ich nicht. Oh, es war doch zu viel für ihn. Okay, er ist beleidigt. Ja, geil. Alter. Das war ihm zu viel. Das ist überfordert. Und ich war nett, ey. Heute bin ich nett und werde trotzdem mal Arsch getreten. Ja, weil du zu viel wolltest. Ja, Entschuldigung. Eine Seele machen wir noch. Okay. Und morgen geht's noch weiter. Das Hörnchen leuchtet. Ja. Stimmt, ja. Stimmt. Das ist das K2, was da aktiv ist. Was das Eichhörnchen festhält. Genau, was das Eichhörnchen festhält, das haben wir extra diesmal so hingestellt. Das Eichhörnchen habe ich damals von meiner Mutter geschenkt gekriegt. Also das ist auch kein Eichhörnchen, was irgendwelche elektrischen Geräte in sich hat. Nein. Sondern einfach nur ein Kuscheltier. Genau. No. Danke für die ganzen super Likes. Wow, 123.000. Wow, vielen Dank. Und für das die ganzen Geschenke auch. Genau. Laura, tu mir bitte einen Gefallen, geh doch mal am Morgen zum Arzt, weil Herzstechen, das kann auch nicht so gut sein. Welche Symptome hast du denn? Wie lange hast du die Symptome? Das sind so Sachen. Dankeschön. Wie lange hast du das Herzstechen? Weil mit den Herzen ist nicht zu spaßen. Okay. Also, das kleine Eichhörnchen hält ein K2 in der Hand, also ein EMF-Meter, was elektromagnetische Felder misst. Genau. Halbe Stunde schon. Halbe Stunde. Okay. Wenn es in einer Stunde nicht weg ist, dann geh bitte morgen zum Arzt, weil es könnte jetzt auch andere so Sachen haben, zum Beispiel, weil ich das hier, was wir hier gerade machen, vielleicht auch ein bisschen stresst innerlich und solche Sachen. Hast du dich irgendwie überanstrengt oder so? Oder hattest du vorher schon Kreislaufprobleme? Richtig. Das hohen so Blutdruck zum Beispiel oder niedrigen Blutdruck? Genau. Einmal hatte ich auch Herzstechen, aber nur kurz, weil ich mich überanstrengt habe. Und meistens ist es auch Stress. Ja. Hi, hier ist der Mike. Und hier ist der Mike. Bester Freund, hallo. Wie geht's dir? Okay, das fragt man eigentlich keine Seele, oder? Was? Wie es einem geht? Was? Kurz. Kurz. Also Ihnen geht's kurz, okay? Was meinen Sie damit? Ging's Ihnen nur kurz gut? Was? Sie ist durstig. Und Laura hat niedrigen Blutdruck. Niedrigen Blutdruck. Und hatte eine 10-Stunden-Schicht hinter sich. Ah, okay. Überanstrengt. Dann liegt's an der Arbeit. Ja. Trink dir am besten ein, was für Tee? Beschädigt. Beschädigt? Was ist denn beschädigt? Was meinen Sie mit beschädigt? Also Annika, sie sollte auf Nick hören, weil er ist Notfallsanitäter und hat auch eine Ausbildung in Medizin. Ja, deswegen bin ich ja Notfallsanitäter. Ja. Ja, meine ich ja nur. Danke für die Bestätigung. Ist sie schon weg oder was? Ist sie schon weg? Mhm. Ja.
Okay, das war die. Ich mach mal das Ghost-Video aus, ne? Ja, mach mal aus jetzt. So, wir machen noch ein paar Minuten. Genau. Wir räumen da in Ruhe die Geräte. Gerne aus. Noch. Ne, lass sie ruhig stehen, ruhig für morgen. Ah, okay. Wir werden. Ihr könnt gerne uns noch Fragen stellen jetzt. Wir machen jetzt nur die Geräte aus. Was hilft gegen niedrigen Blutdruck und Überanstrengung? Also erstens mal ein bisschen Ruhe. Ein bisschen Ruhe, genau. Teilweise hilft auch ein Waschlappen. Okay. Und ansonsten würde ich definitiv damit mal zum Arzt gehen, morgen, wenn es nicht besser wird. Genau. Aber vor allen Dingen Stress vermeiden. Und Monika sagt Sekt. Genau. Sekt hilft auch dagegen. Und ein klein Piccolo. Rotwein. Was auch hilft, das hat mir geholfen, komischerweise, wenn du Mezzomix zu Hause hast, trink ein paar Schlucke davon. Das regt den Kreislauf wieder an. Richtig. Und Rotwein hilft auch. Rotwein auch. Ja. Also bei mir, also immer wenn man bei mir Blut abgenommen hat, ist ja mein Kreislauf zusammengesackt. Und dann habe ich immer einen Schluck Mezzomix genommen und was Süßes noch hinterher. Das hat dann ein bisschen den Kreislauf angeregt. Das hat meine Ärztin damals gemacht. Ja. Laura, komm atmen. Was? Kann Laura, komm atmen. Hä? Und Traubenzucker, genau. Mike und Blut. Ja, ich kann mein eigenes Blut nicht sehen. Mike, PN gleich. Okay. Bei wem? Bei mir. Oder einen Esslöffel Zucker essen, ja. Genau. Das hilft auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen werde ich besser mit morgen zum Arzt. Definitiv. Weil dann könntest du eine Unterfunktion haben, aber das kann man auch nur mit dem EKG-Gerät hauptsächlich rauskriegen. Mhm. Nee, alles gut. Alles gut. Was denn? Alles gut, Laura. Wir wollten ja nur helfen. Okay. Oh, einiges. Session habe ich ja auch öfter, wenn ich einfach im Bett liege, dann kann ich vor Schmerzen kaum atmen. Ach so. Also wenn du im Bett liegst, dann kannst du vor Schmerzen kaum atmen. Okay. Ich sollte definitiv morgen zum Arzt gehen. Ja. EKG machen. Geh mal zum Arzt, lass ein EEG, EKG und sonst was machen. Und Blutabnahme. Und am besten nochmal, genau, wie Frau Tienchen sagt, könnte es auch am Rücken liegen. Ja. Ah, ja, stimmt, morgen ist der Feiertag. Dann am besten Montag. Und ansonsten, so leid es mir tut, in die Notaufnahme. Ja. Wenn es wirklich schlimmer wird. Oder ärztlichen Notdienst. Ja. Könnte an vieles liegen. Ich glaube, der Arzt kann das nur feststellen. Also, da kann ich jetzt über Handy gar nichts sagen. Mhm. Den Fehler möchte ich auch nicht machen. Nee.
Wenn ich jetzt vor Ort wäre, wäre das ja wieder was anderes. Ja. Hallo Luna, schön, dass du hier bist. So, eine Minute noch, dann machen wir Feierabend für heute. Wir sind dann morgen wieder um 20 Uhr da. Ja, oder 20.30 Uhr. 20.30 Uhr morgen wieder. Die wissen nichts. Ich zitter am ganzen Körper und die wissen nicht, wieso. Schon seit 5 Jahren. Oha. Aber der Klein geht schon wieder besser, Nona. Okay. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann morgen. Und gute Besserung, Laura. Pass auf dich auf, bitte. Bis morgen. Ciao. Nacht.